Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Was gibt es Schöneres im Herbst als ein richtig schönes Wildgulasch? Und da machen wir heute eine total easy Variante, die ihr zu Hause auch nachmachen könnt. Wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Frau, sag mal, du hast mich gerade korrigiert? Wir haben hier eher Winter, mein Schatz. Okay, so seht ihr, wie mir geht, das muss ich aushalten. Aber für euch mag ich das gerne. Und liebe Frau, ich hab dich lieb. Ist alles gut. Macht mir Spaß. Zutaten brauchen wir. Hilft dir nichts. Wir haben hier, guck mal, 1,5 Kilo Zwiebeln, 2,5 Liter Brühe. Dann habe ich hier so, das wäre getrocknete Pilze, die werden so um die 80 Gramm sein. Die haben wir selber gesammelt übrigens. Und meine Frau, die kleine Schnitte, hat getrocknet. Arbeitsteilung. Und die meisten davon auch gefunden. Ja, das stimmt. Ist wirklich so. Ich laufe blind wie eine Eule durch den Wald. Und wenn ich meinen finde, freue ich mich. Aber in der Zeit hat meine Frau schon den ganzen Korb immer voll. Du läufst aber auch an die Stellen, wo immer was ist. Bei mir ist aber auch nichts. Also, schlimm. Dann habe ich meine heiße, liebte Freundin, die Gulaschcreme. Heißt auf Ungarisch Gulaschcreme. Da brauchen wir eine ganze Tube von, gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt. Einen Löffel zum Umrühren. Die Brühe habe ich gemacht aus Basic Stock. Könnt ihr euch ja, kaufen oder die macht die Brühe so, wie ihr die Brühe machen wollt. Dann habe ich hier mal Jans Miller Klaus Rett. Die könnt ihr euch auch kaufen oder nachmuschen. Findet ihr das hier unten in dieser Bauchbinde steht, wo man das bekommt jeweils. Dann habe ich hier 1,5 Kilo Bratenstück vom Rind und habe hier jeweils 1,5 Kilo Hirschgulasch. Dann habe ich hier vom Kaninchen ca. 700 Gramm und nochmal 1,5 Kilo vom Reh. 600 Milliliter Sahne. Und wo eben noch das Olivenöl stand, ist jetzt normales Speiseöl. Ist zum Anbraten in dem Fall ein bisschen besser geeignet. Notfalls nehmt Olivenöl, ist auch noch keiner von gestorben, aber wenn man die Wahl hat, nimmt man Speiseöl. Dann habe ich hier noch eine Kelle, ein bisschen was zum Umrühren und natürlich wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und Brett. So, kleine Werbeminute. Guck mal, wir haben hier Klaus Grillmesser, das neue. Damit kann man super Fleisch schneiden. Und das wird ja im Internet immer mit den Dingern hier geworben, diese, wie auch immer sie heißen. Damit kann man auch prima Fleisch schneiden, aber man muss sich sowas nicht kaufen. Mit dem säbigen Küchenmesser besser und vor allem mit einer längeren Klinge macht das mehr Spaß. Und kostet auch nicht die Welt. Wie groß schneidest du jetzt? Naja, so hier, guck mal, so hier so Gulaschgröße Stückchen. Der Dutch-Ofen ist richtig heiß. Darf und muss auch sein. Und jetzt nehmen wir immer stückweise unser Fleisch da rein. Ja. Außer ich schmeiße es daneben. Und braten mit ungewürzt portionsweise an. Da ist richtig Ramazamba drin. Guck mal, wenn es so schön Farbe gezogen hat, dann kann es raus und den Rest Stück für Stück anbraten und nicht den Fehler machen, alles mit Mal reinmachen, weil dann kühlt es den Topf ab und das blubbert los und brät nicht schön. So, wenn das Fleisch jetzt angebraten ist, dann kommt die Gulaschcreme in den heißen Dutch-Ofen. Die spritzen wir immer ganz groß an. Dann kommen unsere Zwiebeln dazu. Immer durchrühren, dass ich jetzt quasi angespritzte Gulaschcreme, dass ich jetzt schön um die Zwiebeln lege. Dann gehen wir so zwei Esslöffel von dem von meinem Wildgewürz darauf. Und umrühren. Das sieht hervorragend. Wir lassen es immer ganz kurz ein bisschen weich werden. Das dauert so 4 Minuten. Wenn es so ein bisschen lätschern geworden ist, dann kommt schon unsere Brühe darin. Müsst ihr keine Angst haben, so ein Dutch-Ofen kann das tatsächlich vollkommen ab. Wenn euch der Dutch-Ofen gefällt, dann ist das schön, weil das ist zufällig meiner. Das ist der Klaus Grill Dutch-Ofen, den kann man auch kaufen, ist unten drunter verlinkt. Der direkt funktioniert aber selbstverständlich in jedem anderen Dutch-Ofen dieser Welt auch. Welche Größe verwendest du jetzt hier? Das ist der Neuner. So, dann kommen jetzt unsere Pilze dazu. Schön die mal einrühren. Damit es die Zeit nicht voll zu saugen und die Geschmack abzunehmen. Und dann natürlich das restliche Fleisch einfach mit dazu geben. Guck mal, ganz wichtig, dieser Fleischsaft, den man da hat, nicht vergeuden, sondern ganz mit drin geben. Das ist wirklich die pure Magie. So, dann rühren wir das einfach einmal runter. Hat keine große Aufgabe, immer. Ratzfatz fertig. So. Wir machen die Brenner hier unten drunter aus. Die hatten wir jetzt alle volle Pulle an. Und setzen den Deckel jetzt oben drauf hier. Strategisch macht es mehr Sinn, immer den Hebel hinten zu haben. Ich habe das vorhin beim Grillen schon gemerkt, da habe ich mit den Fingern verbrannt. Und auch nachher, der Deckel schließt besser, wenn man den hinten macht. Also, da war ich jetzt schlecht vorbild, aber naja, dafür bin ich ja bekannt. Und jetzt heißt es Deckel schließen und die Sache da drin, 2-2,5 Stunden die ganze Ruhe vor sich hin simmern lassen. Also ich habe Grilltemperatur, also simmern ist fast ein bisschen untertrieben. Grilltemperatur ist dann um die 200 Grad, wenn man rechts an diesem Brenner anhat und dann wirklich laufen lassen. Und so alle halbe Stunde mal nach dem Wasserstand gucken, falls tatsächlich irgendwie der Dutch-Ofen nicht ans Licht sein sollte und irgendwann was entweicht, die Chance ist nicht sehr groß. Aber wenn ja, dann Wasser nachkippen und wenn man halt nicht nachguckt, dann kann eben sowas immer mal passieren. Und wenn die Gäste kommen und alles verbrannt ist, doof. Von daher, Auge drauf haben und alles ist gut. So,
wenn wir jetzt den Grill aufmachen, dann sehen wir hier unseren schwarzen Topf. Und da gucken wir mal rein, wie der von innen aussieht. Oh, herrlich. Riecht wie auf dem Weihnachtsmarkt und 2 Stunden haben tatsächlich ausgereicht. Nehmen wir noch eine kleine Handvoll Zucker rüber. Das hebt immer den Geschmack noch ein bisschen. Und ganz wichtig, auch unsere Sahne hier dezent eh mal einrühren. Mag ich sehr, sehr gerne. Könnt, wenn ihr Sahne nicht vertragt, die auch weglassen, aber ich finde Sahne immer irgendwie alles schöner. So Sahne-Gulasch ist halt was. Mega. So, nehmen wir uns jetzt eine schöne Portion hier, weil ohne Kosten ist es halt nichts. Schön mit Sahne drin, liebe ich. Großartig. Aber manchmal ist mein Job schon schön, gerade wenn man an so einem kalten Abend einen heißen Gulasch hat, dann ist schön. Also, auf euch, rein in die Hohlebirne, erstmal nur den Sud. Ach, furchtbar, nicht zu empfehlen. Mega. Und natürlich Fleisch, also Fleisch zeige ich euch hier auf dem Teller. Immer die Frage ist, kann man es breit drücken oder nicht? Also ich würde sagen, kann man. Genauso locker muss es sein, man muss im Prinzip... muss etwas für Zahnlose sein. Mal von Pilzen irgendwo hier. Die finden wir ja nicht mehr, wa? Die sind. Ja, die sind sicherlich auch irgendwo. Jetzt kriegen wir die nicht extra rausgefischt. Ja. Nehme ich nochmal alle zusammen hier. Heiß. Super, super, super schön Gulasch. Habt ihr gesehen? Für so Wildgulasch braucht sie gar nicht viel. Bloß ein paar Handvoll Zutaten, ein Dutch-Ofen und 2 Stunden deiner Zeit. Das Schwierige ist tatsächlich, die Geduld zu haben beim Anbraten und nachher einen wohlwollenden Kommentar dazu lassen. Und einen Daumen nach oben und vielleicht noch ein Abo. Aber das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Ich freue mich echt geil.